Was für ein Andrang auf dem Vereinsgelände von Schalke 04. Königsblau lädt zum alljährlichen Familientag und rund 100.000 Fans sind dabei. Ein wahres Volksfest für Groß und Klein. Am Rande des eigens ausgetragenen Schalke 04 Cups wollten die Zuschauer ihren Stars so nahe wie möglich sein. Es ist gute Stimmung und sehr, sehr viele Leute gekommen. Ich glaube, daran sieht man, wie viel wert oder was Schalke 04 den Fans hier wert ist. Und ja, ich glaube, dass heute gerade für die Fans ein sehr, sehr schöner Tag ist. Abhängen mit den Idolen. Tischfußball mit Felipe Santana und Jan Kirchhoff. Es war für jeden etwas dabei. Trotz der sommerlichen Stimmung läuft es sportlich allerdings noch nicht so rund. Beim Schalke 04 Cup blieb der Revierclub ohne Sieg. Und in zwei Wochen geht es schon gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal. Ralf Herrmann, der zum Spieler der Saison gewählt wurde, ist dennoch zuversichtlich. Der DFB-Pokal ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ein sehr, sehr hartes Spiel. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Ich denke, man hat jetzt einfach gesehen, dass uns so ein bisschen Frische fehlt. Wir haben jetzt sehr, sehr viel im Ausdauerbereich gearbeitet, im Kraftbereich gearbeitet. Man sagt ja so, die ersten zwei Wochen Ausdauer, dann kommt so die Kraftausdauer und dann kommt die Spritzigkeit, die Sprints. Ich denke, das hat man gesehen, dass uns das so ein bisschen gefehlt hat, aber das ist ganz normal. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Genauso wie Dennis Aogo. Der Abwehrspieler mischt nach seinem Kreuzbandriss wieder voll mit, will bis zum Bundesliga-Start wieder zu seiner alten Stärke finden. Ich habe immer gesagt, dass für mich im Fokus steht, wieder auf 100% zu kommen und auch auf meinen Körper zu hören, gerade nach der langen Verletzung. Aber bis jetzt fühlt es sich sehr, sehr gut an und ja, selbstverständlich will ich dann auch versuchen, irgendwie in die Mannschaft zu kommen. Nach wie vor verzichten muss Jens Keller noch auf seine beiden Weltmeister Julian Draxler und Benedikt Höwedes. Topstürmer Klaas-Jan Huntelaar ist auch noch nicht wieder an Bord. Deshalb sollte man die Leistung beim Schalke 04 Cup nicht überbewerten.